wollte mich noch entschuldigen wegen letzten Casting. Es tut mir leid. Die Stuhl, den du nach mir geworfen hast, hast du sowieso bezahlt. Also los, fang an. Bevor wir anfangen, wollte ich noch ganz kurz wissen, weil ich das Drehbuch ja nicht bekommen habe, ob ich noch was wissen muss. In der Beschreibung steht nämlich kühl und sexy, schönes Lächeln. Das sagt jetzt nicht wirklich so viel über die Person aus. Okay, ich meine, das ist sowas von simpel. Sie ist Sekretärin, sie ist jung, sie ist hübsch. Sie trifft ihren Chef rein zufällig, will ihn letztlich verführen. Okay, alles klar? Los, fang an. Okay, sie verführt ihren Chef in einer Fleischerei. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Außerdem ist er genauso alt wie ihr Vater. Hat das damit zu tun, dass sie ein Trauma hat oder ist sie grundsätzlich dämlich? Okay, also, wenn du Autorin werden willst, dann wechsel den Beruf. Wir verlieren kostbare Zeit. Merkst du's? Ja? Ja. Hopp, fang an. Schau ich noch da? Los, fang an. Oh. Hallo. Ich bin jeden Tag hier, aber sie habe ich hier noch nie gesehen. Die Wurst aus Prag. Wie sollten sie? Okay, okay, okay. An der Stelle brechen wir ab. Obwohl Essenszeit ist, vergeht mir die Lust. Du verdirbst mir den Appetit. Dein Blick ist leer. Du bist innerlich leer. Vom Äußeren will ich gar nicht sprechen. Du langweilst mich, das muss man wirklich so sagen. Ich meine, es ist wirklich nicht kompliziert. Sie sieht gut aus, das weiß sie, sie schläft sich hoch. Ich meine, ja. Das ist ziemlich genau wie du. Komisch, dass ich das von all den Mädels gerade dir erklären muss. Bitte, was haben Sie gerade gesagt? Ich habe nur gesagt, was ich sagen musste. Einmal zu kleines. Es ist nichts Neues, was ich sage, alle wissen es. Es ist die, die mit ihren Agenten schläft, um an alle Castings in Berlin zu kommen. Also kann die Rolle nicht wirklich schwer zu verstehen sein. Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge, die wurde für dich geschrieben. Ja? Also los, fang an.